DLD, Double Tomato. Ja, willkommen zurück zur BLB Show und Let's Play Tommy. Im letzten Part haben wir so illegale Aufträge von diesen zwei Gebrüdern da gemacht. Ja, die da waren das. Ziemlich gemeine Burschen, kann ich euch sagen. Aber jetzt machen wir uns mal auf zur Lavahöhle, weil dort gibt es viel zu entdecken. Also, der Andre ist wieder dabei. Ich glaube, das wisst ihr. Der ist ja immer dabei. Sag immer? Hallo. Ja? Ja. Ja, okay. Ja, immer. Ja, immer. Ich bin immer da, ja. Auch wenn ich mal nicht da bin. Genau. In euren Herzen bin ich immer da. Ja. Also... Ich glaube, hier. Also von der ersten Pflanze gleich schlucken lassen. Ihr sollt mir den Regenschirm wieder wegtun, weil sonst bläst er uns noch. Schirm und Wind gehen nicht gut zusammen. Mm-mm. Gar nicht gut. Okay, es könnte jetzt wieder ein bisschen riskant werden. Wenn du runterfällst, bist du dann ganz tot. Ja, sicher bin ich dann ganz tot. Was erwartest du? Und ich verliere natürlich auch meine Schwarz-Weißigkeit. Dann wird das ja super riskant. Ja, aber umso spannender. Könnte das Ende von Tombys Schwarzweißigkeit sein? Sehen Sie es jetzt. Ja. Okay, jetzt kommt nämlich der riskante Teil. Nämlich genau das hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, so war das eigentlich nicht geplant, aber auch nicht schlecht. Ja. Können wir jetzt hier schon rein? Oh, das ist das große Schlüssel. Nein, da brauchen wir den großen Schlüssel fertig. Und... Hopp, hopp, hopp. Aber eins muss ich zugeben, ich wäre jetzt fast gestorben, als du da fast gestorben wärst. Ja. Der Phönix ist weg. Ja, der ist wieder bei seinem Nest. Dieser Nest. Jetzt red mal mit dem Piraten. Ja. Moment mal, das ist der. Das ist der 1000 Jahre alte Schlüssel da in deiner Hand. Ah ja, also hat der alte Mann endlich jemanden gefunden, der des Schlüssels würdig ist. Nun, dann ist meine Aufgabe hier wohl erfüllt. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber pass auf alle Fälle gut darauf auf. Nein. Nein, hat sich vom Berg gestürzt. Oh. Aber jetzt mal ehrlich, der bewacht ja die ganze Zeit diese Truhe und jetzt, wo endlich einer kommt, der den Schlüssel hat, will er nicht mal sehen, was drin ist? Und was ist es? Der Enterhaken. Der Enterhaken. Na toll, den hätte der Pirat ja gut gebrauchen können. Ja, schon. So, den rüsten wir gleich mal aus. Das ist nämlich eine meiner Lieblingswaffen im Spiel. Damit können wir nämlich entern. Tack. Wow. Entern und kapern. So, das ist die Lavahöhlenrede mal mit dem hier. Ah, sowas Dummes. Wären wir nicht in einer Höhle, könnten uns vielleicht ein Regen helfen, diese Flammen zu löschen. Das haben wir schon mal gelesen. Mach weiter. Schauen wir jetzt mal, was hier drin ist. Und was haben wir denn da? Die Feuerschweinetasche. Wow. Und das heißt, wir können jetzt das Feuerschwein besiegen. Ja, es liegt jetzt an uns, die Lavahöhlen zu retten. Aber das Feuerschwein hat die Lavahöhlen verzaubert. Ja. Heißt das, dass es vorher dort noch gar keine Lava gab? In geringerer Dosis schon. Heißt das nicht, wir müssen den Namen der Höhlen ändern, wenn wir das Schwein erstmal besiegt haben? Es gab schon immer Lava. Aber in geringerer Dosis. Ach so. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt gehen wir zurück zum Dorf Bacchus. Und dann zur verwunschenen Villa. Weil dort lauert das Schwein. Ach ja, genau, das hat ja die Wahrsagerin gesagt. Genau. Wenn man zwischen den Zeilen lesen kann. Ja, geh nochmal zur Wahrsagerin, die sagt das so schön. Aber wehe, du gehst in das Haus. Ah ja, genau. Geh nicht, geh weg, geh weg, geh weg. Hey, was habe ich mit dem? Da habe ich mit dem schon geredet? Hallo Tombi, du hast immer so viel Energie, pass auf dich auf! Okay, das werde ich tun. Aber was mit dem hier? Ist es nicht dieser... Okay. Der heult. Nicht schlecht. Ja. Schauen wir mal. Pink ist ein sehr heißer Ort. Also, warte mal. Grün ist die Villa am See, genau, das heißt... grün. Wir haben die grüne Schweinetasche. Das heißt, das, welches Schwein? Das Feuerschwein, genau. Das am Villa, in der Villa am See. Rot wartet auf ein Wunder. Okay. Also ist das... Ja, gehen wir gleich mal zur Villa. Setz dich wieder hin. Nein. Nein. Kommst du denn auf sowas?
So, Edge lädt, es lädt. Sehr lustig, wie es lädt. Ich mag das immer. Und warte, wo war das nochmal? Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es auch. Es ist in der Tür des großen Schlüssellochs, oder? Nein. Nein? Wirklich nicht. Irgendwo muss aber noch das letzte Schlüsselbrett liegen. Es ist hier drin. Um hier reinzukommen, müssen wir erstmal lachen. Lächeln, Entschuldigung. Und deshalb haben wir vorher diesen Magic Mushroom hier aufgehoben. Der wird uns schon helfen. Und ja, wir können lachen. So schnell kann es gehen. Ja, jetzt können wir endlich mal über unsere Probleme lachen. Auch was Gutes. Die Tür lacht zurück. Mhm. Und wow. Oh. Hier kommt der erste Bosskampf, der erste richtige. Die Bonzuskis zählen ja schließlich nicht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin bereit. Rein ins Getümmel. Und das lachend. Na toll. Das wird ein böses Ende nehmen. Ich habe hier noch einen Heilpilz. Wow, meine Kleidung! Das passiert mir jedes Mal, wenn ich meine Muskeln spielen lasse. Wer bist du? Wie bist du reingekommen? Was willst du? Ein dünner Hering wie du will gegen mich antreten? Na, du hast wohl nicht gesehen, wie meine Muskeln meine Klamotten zerrissen haben. Weißt du, Leute wie du wissen immer erst, worauf sie sich einlassen, wenn es zu spät ist. Was kannst du schon ausrichten, du Bohnenstange? Geh nach Hause, solange du noch kannst. Was? Du willst immer noch kämpfen? Okay, mir reicht's. Du hast deine Chance gehabt, jetzt musst du's ausbaden. Vergiss nicht, du bist selbst dran schuld. Und los geht's. Ja, okay. Ich glaube, wir essen zuerst mal den Heilpilz. Genau. Ja, die Bosskämpfe, Tombi, funktionieren. Ups, die funktionieren so, wir müssen das Schwein in die Schweinetasche hauen. Hier ist die Schweinetasche. Und hier ist das Schwein. Und hier ist das Schwein, also. Schwein, Schweinetasche, Schwein. Rein damit. Und wenn es jetzt ein bisschen zappelt, dann. Das wäre geschafft. Ja, wow. Nicht sonderlich schwer, diese Bosskämpfe in Tombi, aber trotzdem lustig. Wäre schön, wenn es etwas länger gedauert hat, aber. Naja, kann man nichts machen. Schade. Ich habe mich auf einen. Oha. Ja, jetzt kriegst du für eine epische Zwischensequenz. Wie der Regen das Feuer löscht. Und ich sehe toll, steigt euch dieser Dampf auf. Kennen wir aus der Dusche. Hm? Steigt ja auch immer der Dampf auf. Wenn ihr wisst, was ich meine. Hm, okay. Und das war's auch schon. Hier hätten wir noch das letzte Schlüsselbrett, das haben wir auch gesucht. Okay, bau den großen Schlüssel zusammen. Ja, das war's. Was springt er da herum? Aber der Bosskampf. Ja, der war einfach, ich weiß. Hier gibt's auch irgendwo eine Van-Tür, soll ich die zuerst machen? Schauen ja, mach. Die ist irgendwo unten, die war ja, da. Da, genau. Da, ja, da. Hopp. Da hätten wir die Van-Tür. Da müssen wir wieder unseren magischen Pilz essen. Mysteriösen Pilz eigentlich. Und das ist das Lachen, das brauchen wir nicht. Können wir noch einen Bissen. Denn es ist ein bisschen zu viel des Guten und Tombi muss leider warnen. Und was ist da drin? Und das, ich glaube eigentlich nichts Nützliches, aber ich bin mir nicht sicher. Nein. Ah, Käse. Ja, das müssen wir dann im House of Cheese abliefern, damit dieser Satanist sein Ritual vollfüllen kann. Naja, aber da warten wir doch, bis wir genug Käse haben. So ein Käse. Wir haben jetzt auch keinen Rettungspilz mehr. Ich würde sagen, wir schauen mal in das, zu dem Maler da, der hier drin ist, glaube ich. Na, hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. Ja, ja, genau. Jetzt kannst du das Bild vervollständigen. Genau. Zack. Bild großer Schlüssel. Fragezeichen geschafft.
Jetzt habe ich den großen Schlüssel erhalten, obwohl er noch immer hier hängt. Was hast du zu sagen? Hey, was meinst du, was das ist? Das ist, das haben wir schon gelesen, war klar. Bla 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 bla. Okay, wir sind schon, haben schon die 10-Minuten-Marke erreicht. Schauen wir trotzdem noch in das Schlüsselloch? Ja. Genau. Diese Motivation. Hier ist es. Bin gespannt, was drin ist. Großes Schlüsselloch. Und das am Sturmberg können wir auch noch öffnen. Weil das ist ein bisschen riskant, also... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Das ist aber auch ganz schön riskant. Ja, aber das Wasser ist ja Gott sei Dank nicht Instant Test. Hopp. Ja, Gott sei Dank. Wir können hier aber auch super den... Okay. Kannst du nicht, weil du weinen musst. Ja. Okay, das ist ja wirklich... Okay, ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Hopp. Haha. Und jetzt oben. Dann nach oben, genau. Ah, ja. Genau. Und das wird auch riskant. Hopp. Und hier hätten wir... Die rosa Schweinetasche. Tasche für das Spukschwein. Pink ist an einem sehr heißen Ort. Genau. Also in der Lavahöhle. Ah, das ergibt Sinn. Liegt es uns, die verwunschene Villa zu retten. Da heult Tombi natürlich. Also, wieder auf in die Lavahöhle. Mhm. Aber ich glaube, darauf warten wir. Das kann warten. Wir gehen jetzt erstmal zum Speicherpunkt und machen Schluss. Nein. Kann nicht ewig so weitergehen. Wieso das immer drehen muss? Das ist so. Da sind gleich zwei Speicherpunkte, wow. Okay, das heißt im nächsten Part ab in die Lavahöhle, die keine Lavahöhle mehr ist, und das Geisterschwein besiegen. Ja, das ist anzunehmen. Sehr also ich schön. Hoffe, es hat euch gefallen. Speichern wir hier oder hier unten? Am 1. Okay. 3 Saves sind immer besser als 2. Ja, wirklich. Ah, neuer Block, neuer Block, okay. Neuer Block. Ja, aber so viel brauchen wir jetzt nicht. Nein. Also, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen reingehauen. Gadafes. Tschüssikowski. Bye, bye, boo.